Am Donnerstag beginnt das internationale Comic-Festival in Angoulême. Das Arte-Journal ist am Freitag live dabei. Um Sie darauf einzustimmen, stellen wir Ihnen diese Woche einige der 56 Werke vor, die in der offiziellen Auswahl für das beste Album des Jahres sind. Christoph Brunella verrät uns, mit welchen Themen die Autoren der Graphic Novels sich dieses Jahr befasst haben. Darunter eines der dunkelsten Kapitel des menschlichen Daseins, der Krieg. Lernt der Mensch wirklich aus der Vergangenheit? Kriegsszenarien sind ein Klassiker auch in der offiziellen Auswahl des diesjährigen Comic-Festivals. Er war der Vater der chemischen Kriegsführung im Ersten Weltkrieg, der deutsche Chemiker Fritz Haber. Ihm widmet David van der Meulen jetzt schon den dritten Band. Seine Sepia-Zeichnungen umreißen die Konturen einer Epoche voller schlechter Entscheidungen. Einen kalten Krieg der besonderen Art beschreibt La Mort de Staline. Nach Väterchen Stalins Tod entbrannte ein Machtkampf, der die absurde Unmenschlichkeit des totalitären Systems veranschaulicht. Die Graphic Novel Gaza 1956 beschreibt die Flüchtlingsmassaker in Rafah und Khan Yunis. Joe Sacco hält sich in seiner Darstellung an Fakten und Zeugenaussagen. Manchmal ist Realität schlimmer als Fiktion. Ivan Brünn beschreibt in seinem Comic War Songs die neuen Schlachtfelder. Wirtschaftskrieg, Medienmanipulation, Finanzmacht und Nord-Süd-Gefälle. Aber auch in diesen Kriegen fehlt es nicht an Gewalt. Zombies spielt im Jahr 2023. Das einzige Gegengewicht zur radikal gewordenen Kirche bildet eine Musikband, die allerdings aus Untoten besteht. Achtung, Splattergefahr. Das Thema Krieg inspiriert die Comic-Autoren und bestätigt damit, dass die Geschichte eine der stärksten Vorlagen für sämtliche Kunstrichtungen ist. Dass Comics eine Kunstform sind, bezweifelt heute niemand mehr und Kunst taucht auch gleich in mehreren nominierten Comics auf. Der Comic Gauguin zeichnet ein Porträt des französischen Malers, dessen Erfolgen und Misserfolgen. Der Gauguin, den man hier kennenlernt, stammt allerdings nicht aus der Kunstgeschichte. Der Comic L'Art et le Sang von Benoît Pretzey liefert eine Fantomas-Parodie. Der Verbrecher stilisiert darin Bluttaten zur Kunstform hoch. Asterios Polyp ist die Hauptfigur des gleichnamigen Comics von David Mazzucchelli. Ein renommierter Architekt überwindet darin mit Hilfe der Liebe sein Ego. Ein Comic, der alle Regeln der Kunst beherrscht. L'homme qui se laissait pousser la barbe vereint mehrere Geschichten mit jeweils unterschiedlichem Stil. Hier steht die Zeichnung im Vordergrund. Die Geschichten lassen Platz für die eigene Vorstellungskraft. Chronographie von Dominique Goblet fasst 10 Jahre gegenseitiger Porträts von Mutter und Tochter zusammen. Ein Experiment der neunten Kunst. Einige Comic-Autoren hinterfragen das Genre, erforschen und sezieren es. Dass das Kunst ist, daran besteht kein Zweifel. Die Frau ist die Zukunft des Mannes und des Comics. Darauf deutet zumindest die wachsende Zahl von Autorinnen und Comic-Heldinnen hin. Nina Antikos beschreibt in ihrer Graphic Novel Coney Island Baby den Emanzipationskampf der amerikanischen Sexikonen Betty Page und Linda Lovelace. Um Emanzipation geht es auch bei Uli Lust und ihrem autobiografischen Roadtrip. Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens. Uli und Eddie, zwei junge Punks, trampen auf der Suche nach Sonne und Freiheit nach Italien. Aber die Freiheit hat ihren Preis. Auch Rosa aus Las Rosas hat etwas Punkiges. Der gelungene Tortilla-Western spielt in einem abgelegenen Frauendorf im Süden der Vereinigten Staaten. Ein gefährliches Pflaster, trotz aller Weiblichkeit.
Ihr Lebensmotto war Do It Yourself. In Miti erzählt der Finne Aapo Rapi das Leben seiner Großmutter. Er wirft damit einen liebevollen und humorvollen Blick auf eine Generation, die der Vergangenheit angehört. In La Chenille heißt es für Tokiko No Future. Ihr Mann kehrt ohne Arme und Beine aus dem Krieg zurück. Wenn der Körper die Seele an den Abgrund treibt, herrschen Grauen und Perversion im Kontrast zur Schönheit der Bilder. Frauen, die ihren eigenen Weg gehen wollen, das sind die neuen Comic-Heldinnen. Vielleicht ist die Frau tatsächlich die Zukunft des Mannes. Der Umkehrschluss scheint ungewiss. Tiercomics gibt es zuhauf. Auch in der offiziellen Auswahl des internationalen Comic-Festivals von Angoulême spielen viele Tiere eine tragende Rolle. Zum Beispiel Melo Bielo, wo ein Beluga-Wal für Zigarettenschmuggel herhalten muss. Allerdings hat das Tier telepathische Fähigkeiten, womit es dem Hund als besten Freund des Menschen den Rang abläuft. In Bambu spielt ein kannibalisches Rehkitz die Hauptrolle. Es ist weiße wie Bambi, aber raten Sie dreimal, warum. Auch in Anna et Frogat von Anouk Ricard lernt man Tiere einmal ganz anders kennen. Die naiv harmlos wirkenden Figuren verbergen beißende Ironie, ein mehrschichtiger Genuss für Groß und Klein. In Toxic verarbeitet Charles Burns die Tim- und Struppi-Kultur seiner Kindheit im Beat-Generation-Stil von William Burroughs. Eine pechschwarze Katze ist Hüterin der Grenzen zwischen den Welten, zwischen Leben und Tod, zwischen Comic und realer Welt. Bei Nicolas Prell ist der Bär Freund des Ehemanns, Liebhaber der Frau und Vater des Mischlingkinds. Le Fils de l'Ours Père ist ein modernes Märchen über Anderssein, Ehebruch und Abstammung. Das Tier ist im Genre-Comic weiterhin präsent. Allerdings machen die Autoren von heute daraus komplexe Figuren, weit entfernt von den Struppis unserer Kindheit. Und wenn auch Sie dem Genre verfallen sind, auf unserer Internetseite gibt es ein ganzes Dossier zum Comic-Festival in Angoulême.